Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Gäste, wir erinnern heute an Ilse Aichinger, die gestern ihren 100. Geburtstag begangen hätte. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Lyrikkabinett. Durch den heutigen Abend führen uns Marie-Louise Knott und Uljana Wolf. Es lesen und sprechen miteinander über Ilse Aichinger, außerdem Ilmar Rakusa und Jewgeni Breger. Ein herzliches Willkommen euch und herzlichen Dank fürs Hiersein. Sie sind alle nicht zum ersten Mal hier bei uns. Deswegen haben wir uns darauf verständigt, dass wir die Vorstellung abkürzen und auf Sie verzichten. Einen einzigen Gedichtband veröffentlichte Ilse Aichinger zuerst 1978, Verschenkter Rat. Nur diesen einen Band. In seiner zweiten Ausgabe enthält er 92 Gedichte. Und noch etwa dieselbe Menge an Gedichten soll es insgesamt im Nachlass und an wenigen verstreuten Orten gedruckt geben. Ein einziger, aber bleibender und ob seiner Singularität im Zentrum eines großen Werkes legendärer Band. Es sind reduzierte, kurze, kompakte und doch offene Gedichte. Der ganze Band ist komponiert, eine strenge Auswahl voller motivischer Korrespondenzen. Genau und präzis steht er doch mit diesen Qualitäten für ihr ganzes Werk. Ein Werk der Sprachgenauigkeit. Und nimmt man die Prosagedichte des Bandes Kurzschlüsse von 2001 zum Beispiel dazu, sieht man, wie sich Ilse Aichingers Lyrik an der Grenze zur Prosa bewegen kann. Und sieht man sich weiter um im Werk, erscheinen einem diese Grenzen zwischen den Gattungen umso fragwürdiger. Ich vermute, wir werden heute noch auf das Thema zu sprechen kommen. Im März 2001 las Ilse Aichinger auf Einladung des Lyrikkabinetts Gedichte und 2011 wurden ihre Gedichte hier am Vorabend ihres 90. Geburtstags gelesen. Ihr Porträt von Isolde Ohlbaum hängt da drüben am Regal. Heute nun eine Würdigung aus einer anderen Perspektive. Ich freue mich sehr, dass wir diesen schönen Band hier heute vorstellen dürfen. Die Hochsee der Ilse Aichinger, ein unglaubwürdiger Reiseführer zum 100. Geburtstag. Die Annäherung heute geschieht über den Topos des Meeres und seiner Bedeutung für Ilse Aichinger. Die Annäherung geschieht zugleich vermittelt durch die Materialität der Dinge, wie sie in der gleichnamigen Ausstellung in Berlin zu sehen sind, von der der Band ebenfalls einen Eindruck gibt. Und sie geschieht drittens durch den Blick von Dichterinnen und Dichtern, die mit Ilse Aichinger und ihren Dingen Zwiesprache halten. Der Band begleitet daher eine Ausstellung im Literarischen Kolloquium in Berlin und erscheint zugleich in unserer Reihe der Zwiesprachen des Lyrikkabinetts im Verlag Das Wunderhorn. Und das Schöne daran ist, auch darüber haben wir eben gesprochen, es hat sich alles sehr unkompliziert entwickelt. Ich bin glücklich, wie schön die gemeinsame Arbeit an diesem Projekt war, wobei ganz klar gesagt werden muss, die Arbeit lag im Wesentlichen bei euch, bei Uljana und bei Marie und dafür danke ich euch wirklich sehr. Herausgekommen ist ein Zwiesprachen-Spezial, die Nummer 15 in dieser Reihe, die wir seit 2016 veröffentlichen. Wir fragen dabei jeweils Lyrikerinnen und Lyriker nach einem prägenden ästhetischen Erlebnis mit einem Autor der Vergangenheit, nach einer Begegnung über Zeiten und Sprachen hinweg, die für Sie als Leserin, Leser und Dichterin oder Dichter für das eigene Schreiben folgenreich gewesen ist. Oder wen Sie ganz einfach gern einmal in ein Gespräch verwickeln würden. Dies ist nun eine 10-stimmige Zwiesprache geworden, etwas Besonderes also. Und besonders auch, weil es Lektüren von Texten sind, aber eben auch Lektüren von Archivalien und Objekten, die man natürlich auch lesen kann, die vieldeutige Spuren tragen, die Zeugen sind, aber auch Anreger zur eigenen poetologischen Reflexion. Ich wünsche uns allen einen schönen und spannenden Abend mit Ilse Aichinger. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Ich gehe in medias res. Manches wird sich vielleicht wiederholen. Ohne Fischer keine Hochsee war ein Satz, der immer wieder während unserer Arbeit an der Ausstellung und an den Büchlein, an dem Heft, aufbrandete. Fischer, das war zunächst der exilierte Gottfried Beermann Fischer, der 1947 Ilse Aichingers größere Hoffnung an Land brachte. Fischer, das war später die Sprach- und Steinesammlerin Monika Schöller, die ab 1973 bis zu ihrem Tode 2016 Aichingers Sehnsucht nach der Hochsee begleitete.
und Fischer, das war und ist in unserem Kontext die S-Fischer-Stiftung, die Aichingers Werk seit vielen Jahren großartig befördert und auch unsere Ausstellung und die Grafik des Begleitheftes finanzierte. Das nur vorweg. Aichingers Werk ist durch alle Gattungen hindurch vom Gespräch grundiert. Vielleicht in Fortführung der Gespräche mit ihrer Zwillingsschwester Helga, die 1939 rechtzeitig mit einem Kindertransport im Alter von 17 Jahren über das Meer entkam, weshalb Ilse Aichinger, die mit ihrer Mutter in Wien überlebte, alle Gespräche mit ihrer Schwester aufs Papier verlegen musste. Also baten wir 10 Autoren und Autorinnen, davon hörten Sie schon, darum, ihrerseits mit Ilse Aichingers Werk ins Gespräch zu kommen. Doch statt veröffentlichter Texte sandten wir ihnen jeweils ein Fundstück aus dem Nachlass zum Ausgangspunkt ihrer Zwiesprache. Und wegen all dieser Gespräche lag es nahe, beim Lyrikkabinett anzufragen, ob sie den von uns geplanten Begleitband in ihrer Reihe Zwiesprachen veröffentlichen könnten. Ausstellung, Begleitband und dieser Abend sind Ergebnis unseres ein Jahr währenden permanenten Zwiegesprächs. Insofern reden wir heute, um ein Aichinger-Wort zu gebrauchen, im Doppeldoppel. Doppeldoppel-Dank also an das Lyrikkabinett für das Vertrauen, sich auf diesen Versuch einzulassen, einmal die Reihe zu sprengen, anders gesagt ein in der Reihe, aus der Reihe tanzendes Buch zu machen. Unterstützt vom Österreichischen Kulturforum, auch das muss gesagt sein. Uljana und ich kannten uns schon länger, aber angefangen hat diese Ausstellung damit, dass ich 2019 für den deutschen Übersetzerfonds Uljana Wolf als neue Schlegel-Gastprofessorin für die Poetik der Übersetzung vorstellen sollte oder richtiger wollte. Was lag näher, als wieder einmal und mit ganz neuer Aufmerksamkeit Ilse Aichinger zu lesen? Schließlich ist sie in Uljana Wolfs Werk immer gegenwärtig. Uns faszinierte Aichingers Sprachstolperkunst und wie diese Autorin sich und uns immer wieder ins Staunen über die Sprache bringt. Doch von all dem berichtet gleich Uljana. Schon während des Krieges kartografiert sich für Ilse Aichinger die Lebensbedrohung der Wiener Straßenzüge in Hochseebildern. So berichtet sie am 18. Februar 1945, einem Tag, an dem die Wiener Bevölkerung dreimal wegen Fliegeralarm in die Keller mussten, in ihrem Tagebuch von einer Schiffsfahrt, von Sirenen, vom Auswandern, von Unterhaltungen auf dem Zwischendeck und vom Meeresrauschen. Ein Meeresrauschen im Luftschutzkeller. Ausstellungen wie Publikationen, die wir gemeinsam machten, zeigen Ilse Aichingers Werk als Weiterführung solcher imaginierter Unterhaltungen im Zwischendeck, wie sie dort angefangen haben. Unglaubwürdige Reisen, der unglaublichen Bedrohung und der unglaublichen Sprachlosigkeit abgerungen. Wir haben heute Abend zur Feier der subversiven Poetik der Ilse Aichinger 3 der 10 Dichterinnen eingeladen, uns an ihrem Gespräch teilhaben zu lassen. Ilma Rakusa, Jewgeni Breiger und Marita Bodrocic, Entschuldigung, die leider erkrankt ist und deren Beitrag wir am Ende deswegen nur lesen können. Genau, und diese beiden Autoren, die hier nun doch da sind, werde ich ganz kurz vorstellen. Zum einen die polyglotte Dichterin, Prosa-Autorin und Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin Ilma Rakusa, die ich Ihnen wahrscheinlich nicht vorzustellen brauche, aber ein paar Worte möchte ich dennoch sagen. Sie wurde geboren als Tochter eines slowenischen Vaters und einer ungarischen Mutter, verbrachte ihre Kindheit vor allem in Budapest, Ljubljana und Triest und lebt seit den 60er Jahren in der Schweiz. Zu ihren zahlreichen Publikationen gehören der Band mit Prosa-Miniaturen Durch Schnee, den ich natürlich jetzt nennen muss, weil es diesen wunderbaren Aichinger-Text Schnee gibt, und die mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichneten Erinnerungen Mehr, Mehr, auch diese weisen direkt in den Aichinger-Kontext, und zuletzt das wunderleichte Mein Alphabet 2019, ausgezeichnet mit dem Kleist-Preis. In einem herrlichen Text, Die Fremdsprache der Ilse Aichinger von 2003, kollagiert Ilma Rakusa Fragen, Komposita und Eigennamen aus Aichingers Texten. Worte wie Rosshaarkurs, Vorlicht oder Mährenzeit. Und beobachtet, wie ein Wort zu einem plastischen Wortding wird, zu einem Fremdwort, zu einer Epiphanie. Und sie schreibt, im Ruin der Zusammenhänge leuchtet das Wort neu und fremd. Ilma Rakusa übersetzt und ediert auch die Werke von Maria Zvetajeva. Und hier schlägt sich eine schöne Brücke zu unserem zweiten Gast, Jewgeni Breiger,
der in einem jüngst im Ulrich Kaicher Verlag erschienenen Essay über seine Schreibanfänge berichtet. Und unter anderem erzählt die Klassiker der russischen Moderne des 20. Jahrhunderts, Marina Tsvetaeva, Ossip Mandelstam, Anna Akhmatova, schon früh gelesen zu haben als, Zitat, kindliches, freudiges Erleben von Text, als Spielwiese von Wahrnehmungen. Er ist geboren in der Ukraine, mit 10 Jahren nach Deutschland übergesiedelt, studierte an der Universität Hildesheim, am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und an der Hochschule für Bildenden Künste Städelschule in Frankfurt am Main. Er hat 2 wunderbare Gedichtbände vorgelegt im Kuckucks Verlag, Flüchtige Monde und Gestohlene Luft 2020 und arbeitet seit, darf ich das auch sagen? Klar, wir haben alle Brotjobs seit 2. September im Verlag Schöffling & Co., wo er Veranstaltungen und Lesungen organisiert. Und ganz zuletzt hat er den Münchner Lyrikpreis 2021 bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Nun noch kurz zu unserer Ausstellung. Erinnerung begreift sich nicht zu Ende, lautet ein viel zitierter Satz von Ilse Eichinger, den man dennoch nicht oft genug in die Hand nehmen und von allen Seiten betrachten kann. Und was für die Erinnerung gilt, gilt erst recht für das Werk dieser widerständigen und so zeitgenössischen Autoren. Es begreift sich nicht zu Ende. Und das ist ein Glück. Um ihr Werk in die Hand zu nehmen und von allen Seiten zu betrachten, haben Marie-Luise Knott und ich vor etwas mehr als einem Jahr beschlossen, eine Ausstellung zu machen und uns in den Nachlass im Literaturarchiv Marbach zu vertiefen. Aber wie kamen wir überhaupt darauf? Marie hat es schon angedeutet, sie hat sich mit Luise Eichinger an meinem Werk beschäftigt. Ich habe tatsächlich angefangen, während des Studiums Eichinger zu lesen und habe meine Magisterarbeit geschrieben über Kino, Verschwinden und Autobiografie bei Ilse Eichinger. Und einer meiner Lieblingstexte aus dieser Zeit ist der kleine Dialog oder die kleine Publikation Eiskristalle, Humphrey Bogart und die Titanic aus den 90er Jahren. Das mag mit meiner eigenen Filmleidenschaft zusammenhängen, aber auch mit dem abgründigen, wörtlich dem Untergang abgetrotzten Aberwitz, der in diesem Dialog aufbrandet. Der Dialog spielt auf einer ewig sinkenden Titanic und er spielt wichtige Lebensfragen durch oder vielleicht auch eher Haltungen im Angesicht des Untergangs. Eine Einstellung zum Leben, die eine Einstellung zur Sprache ist. Er spricht uns nicht an, beschwert sich in diesem Dialog der Gesprächspartner Mr. Strauss, Gründer des Kaufhauses Macy's, der tatsächlich auf der Titanic war. Wie soll man sich auch angesprochen fühlen von einer Aussage wie »So long, wo immer wir landen, Zweisprachigkeit ist das Mindeste«. Denn in der Tat, Bogart, das freundliche Gespenst, redet etwas unzusammenhängend, jedenfalls vom Standpunkt des Ehepaars betrachtet, Ehepaar Strauss. Zieht man Eichingers gesamtes Werk in Betracht, dann redet Bogart freilich so, dass man meinen könnte, die Worte reden mit sich selbst, wie in dem Text »Meine Sprache und ich«, der an einer Küste spielt. Zweisprachigkeit ist das Mindeste. Das gilt auch für Eichingers 1976 erschienene Prosasammlung »Schlechte Wörter«. Wir sprachen gerade wieder über sie, das wichtigste Buch aus, auch für mich. Und von dem ich so oft schwärmte, dass der Dichter Christian Hawkey, der amerikanische Dichter, eines Tages sagte, die übersetzen wir jetzt ins Englische. Das war eine Arbeit, die uns auf eine 10 Jahre lange Odyssee mit etlichen Gefahren entsandte. 2018 ist das Buch erschienen als »Bad Words – Selected Short Prose«. Es liegt vorne auf dem Tisch zum Anschauen. Zweisprachigkeit war noch immer das Mindeste. Und hier steigt jetzt Co-Kapitänin Marie-Luise dazu. Denn bei einem gemeinsamen Wein sprachen wir dann über die Zwillingsschwester und das Englische im Werk und die enge Beziehung von Eichinger zum England. Und so fragten wir uns, ob wir zum 100. Geburtstag eine Ausstellung zum Übersetzen im Werk machen könnten. Wäre es möglich, der Zweisprachigkeit im Nachlass mal auf den Grund zu gehen? Würden wir vielleicht angesichts der Verbindung eben zur Schwester zu England zum Double Bind von Rettung und nicht stattgefundener Übersetzung, weil Eichinger konnte nicht hinterher, eine englische Spur finden? Ist das Werk vielleicht nicht nur anderssprachig, sondern übersetzerisch geprägt, fragten wir uns. Unsere Hoffnung war also, dass wir im Archiv auf lauter lose Enden des Übersetzens stoßen würden. Doch die Reise nach Marbach, die erste von 3,5, ernüchterte uns zunächst. So bedankt sich Eichinger in einem Brief an Michael Hamburger, den Dichter und Übersetzer, 1953 für einen Gedichtband, den er ihr geschickt hatte. Und sie schrieb, sie könne nicht genug Englisch, um die Gedichte zu lesen. Selbst wenn sie die Vokabeln wüsste, würde das ihr nicht genügen. Dann waren wir erstmal ein bisschen ernüchtert. Und dann brannte etwas anderes uns an. Wir lasen und lasen weiter und merkten irgendwann, dass was wir sahen, war nicht das Übersetzerische, sondern
nicht das Übersetzerische, sondern das Übersetzerische. Also die Hochsee oder das Untergehende. Schiffe und Dialoge mit Kapitänen und Matrosen, soweit die Mappen reichten. Von den frühen unveröffentlichten Typoskripten und Tagebüchern, die Marie gerade zum Beispiel zitierte, bis natürlich zur größeren Hoffnung, dem ersten Kapitel, das Ellen auf dem Schiff zeigt, und zu den späten handschriftlichen Notizen. Von unzähligen Schiffspostkarten an die Kinder und an Freunde geschickt, bis zu Schallplatten mit Shanties und Puzzeln mit Schiffen drauf. Schiffe und Häfen und schwimmende Häuser. Aber wir sehen es noch nicht. Wir können es gleich mal runterlassen. Und schwimmunfähige Matrosen und fast ertrunkene Hühner. Zettel, die zu Rettungsbooten und Cafés, die zu Archen werden. Das Nichts und das Boot heißt zum Beispiel eine frühe Prosaskizze von Ilse Eichinger, die man in dem wunderbaren Band Die zerstreuten Texte, der gerade im Fischer Verlag erschienen ist, sehen kann. Und ein später autobiografischer Text heißt Zwei in einem Boot. Und dann gibt es überhaupt diese Hochsee entwickelt sozusagen topologische Schiffslinien, die zu allen anderen Aspekten im Werk führen. Und die Überlagerung der Orte, immer wieder Wien mit Meeresbildern und mit der Hochsee. Wir werden das heute noch hören. Man überlebt nicht alles, was man überlebt, schrieb Ilse Eichinger angesichts der Shoah und der Verfolgung und Ermordung ihrer Angehörigen. Diese Erfahrung übersetzt sich bei ihr in das Wachhalten der Gefahr, in ein genaues Misstrauen gegenüber sprachlichen und staatlichen Strukturen und überhaupt allen Einrichtungen des Lebens. Die Hochsee ist dafür der Modus operandi. Eichingers Texte sind in ihrer ganzen Formenvielfalt und Materialität lakonische Alarmübungen in der Sprache. Und es tut uns gut, ihre ganz und gar untitanische Titanic-Poetik ins neue Jahrhundert hineinzubergen. Nun ist es mit Ausstellung machen ja so, das ist wie ein U-Boot fahren. Man leuchtet die ganze Zeit mit dem Scheinwerfer den Grund ab, den Archivkeller, die Objekte, sammelt Spezies und Funden und hofft dann, dass das Ganze beim Auftauchen immer noch so bunt aussehen wird wie da unten. Und wenn es dann auftaucht, taucht es aber auch nur für eine kurze Zeit auf, weil Ausstellungen sind zeitlich begrenzt, sie sind ephemer und gehen dann wieder unter. Das gibt einem natürlich die Chance, die Dinge anders zu sehen, als wenn man sie schreiben würde, sondern die Eigenmaterialität der Objekte zu sehen und das im Werk zu sehen, was untergründig vorhanden ist, sich aber im finalen Werk, im finalen Text nicht mehr zeigt, aber dennoch da ist. Das ist sozusagen die Chance der Ausstellung und was wir gemerkt haben, was einen auch süchtig machen kann, irgendwie diese Art der Betrachtung. Nun ist es natürlich so, dass wir mit diesem wunderbaren Heft im Lyrikkabinett und im Wunderhorn Verlag die Chance haben, ein wenig Festland sozusagen der Ausstellung abzuringen und es nicht ganz so ephemer sein zu lassen. Und dieser Band wird also bleiben sozusagen und hat ganz kurz auf vielen Seiten ein Ausschnitt dieser Ausstellung, auch, Sie werden sehen, wenn Sie es in der Hand haben, auch in der Überlagerung der Schichten der Dokumente. Es ist sozusagen ein großes Anbranden der Dokumente, die miteinander in Verbindung stehen und Dialoge entwickeln. Ganz kurz zu den vier Kapiteln in diesem Heft, die auch die Kapitel der Ausstellung spiegeln. Es gibt die Hochsee. Natürlich als Hauptkapitel. Die Hochsee zeigt Fetzen dessen, wie sich für Ilse Eichinger während des Krieges schon die Lebensbedrohung der Wiener Straßenzüge in Hochseebildern quasi kartografiert und übersetzt. Und auch wie Schiffsreisen später und Begegnungen wie zum Beispiel mit Hafenmuseen zu Texten führen, tatsächlich als Material. Dann gibt es das zweite Kapitel, das heißt »Von Aberdeen bis Zerlegen«. Das führt quasi in den Maschinenraum der eichingerschen Sprache, nämlich in dieses archipelagische Sprachdenken, in dem aus Buchstaben Rettungsinseln werden können, die aber auch wieder zerfallen können im Angesichts der sozusagen tödlichen Möglichkeiten der Existenz. Und dann haben wir zwei Aspekte von diesem Gespräch auf Deck oder Gespräch im Zwischendeck, genau, versammelt. Zum einen ganz zentral in dem Kapitel Doppel-Doppel, der Dialog mit der Zwillingsschwester Helga Micky, die eben 1939 mit dem letzten Kindertransport entkommen ist und die Malerin war. Und das Werk, die Linien, wir sehen hier ein Werk von Helga Micky, steht in ganz engem Dialog mit Ilse Eichinger. Sie reagiert auf diese Bilder, fügt ihre eigenen Linien hinzu und das zeigen wir in so ein paar Konstellationen.
Und dann gibt es ein Kapitel, das nennen wir sozusagen Wohnen oder eigentlich das Ende des Wohnens. Das ist ein Dialog mit Paul Celan, oder nicht ein, mehrere Dialoglinien mit Paul Celan, Günter Eich, Nelly Sachs, Monika Schöller vom Fischer Verlag und Alexander Tischmar. Genau, das vielleicht so zu dem Heft als grobe Vorstellung. Jetzt kommen wir auch zu, sozusagen zum ersten Komplex, der Hochsee. Das Wohnen und das Ende des Wohnens kommen zusammen in dem Text Eiskristalle, den ich vorhin schon erwähnt habe. Denn hier kommen zwei Aspekte zusammen. Das Kino der begeisterten Kinogängerin Ilse Eichinger, die in ihren späteren Jahren tagsüber ins Kino verschwunden ist, stundenlang. Und die Hochsee. Beides, Kino und Hochsee, waren für Ilse Eichinger ein Ort ohne Heimatort. Ein ganz wichtiger Modi der Existenz. Und bevor ich dann zu Jewgeni Breiger komme und ihn einlade, seinen Text zu lesen, der auf ein Hochseedokument reagiert, wollten wir einmal Ihnen so einen visuellen Eindruck geben von den Objekten. Jetzt gehe ich hier mal raus aus diesem Modus und zeige Ihnen die, jetzt muss ich ins Mikro sprechen, ne? Erstmal müssen wir es finden. Genau, so, ein so, bisschen größer. So, das ist hier zum Beispiel die Hochseewand der Ausstellung, der zweite Teil, in dem sich das Hochsee, das Navigieren auf der Hochsee als wichtiger herausstellt als das eigentliche Leben oder Überleben. Und es gibt 1, 2, 3, 4 Kapitel, Station, sozusagen Stationen. Queens behandelt Ilse Eichingers Überfahrt nach Amerika. 1967 fuhr sie zu einer dreimonatigen Reise nach Amerika, eine sehr anstrengende Lesereise, die sie von der Ostküste an die Westküste bis nach Texas und dann nach Kanada führte und dann wieder zurück, die, glaube ich, sehr anstrengend für sie war. Aber sie fuhr auf einem Schiff. Und hier haben wir ein wunderbares Foto gefunden, dass sie kommentiert das in einem Brief, mit einer Art Emily beim Gala-Dinner auf dem Schiff zeigt. Es gab Pfefferminz, Lamm. Lamm, genau, und Pfefferminz-Gelee. Und sie hatten Krepppapierkronen auf. Und was an diesem Fund, über diese Schiffsfahrt, du schreibst ja auch später, was an diesem Fund so schön ist, was wir auch noch gefunden haben, was man leider, glaube ich, nicht so sieht, ist das einer der Texte aus Schlechte Wörter. Das kann man leider nicht sehen. Gut. Einer der Texte aus Schlechte Wörter, der mir beim Übersetzen auch unglaublich Kopfzerbrechen bereitet hat, der heißt Queens. Und ich habe mich immer gefragt, ob der sich mehr auf das Englisch, auf die englischen Queens bezieht oder vielleicht doch aufs auf irgendwie einen amerikanischen Kontext. Und was wir gefunden haben, ist, dass der Text erst einen anderen Titel hatte, nämlich USL. Und das steht für United States Lines. Und das ist das Schiff, mit dem sie gefahren ist. Es hieß leider doch nicht Queen Mary oder Queen Elizabeth, wie sie später einmal geschrieben hat in einem autobiografischen Text. Das war sozusagen ein nachgetragener Mythos. Sondern sie ist schlicht USL. Und wir wissen, dass zumindest sozusagen dieser Text und damit eben auch ein ganzes Kapitel oder viele Texte in Schlechte Wörter von dieser Amerika-Reise und von dieser Erfahrung, auf dem Schiff zu sein, beeinflusst wurde. Eine Erfahrung, über die sie später gesprochen hat, und das ist dann hier in der anderen Station, gibt es ein kurzes Interview, das sie später gegeben hat, 2003. Da erzählt sie von einer Alarmübung auf dem Schiff. Und sie beobachtete alle dabei, wie sie ihre Sachen zusammenpackten. Und es erinnerte sie an Wien und an die Zeit, wo man bei Alarmen versuchte, noch etwas zusammenzusammeln für den Luftschutzbunker. Und sie selbst fing an, Sachen zusammenzukramen und ihre Hab und Gut, das Wichtigste, Handtasche zu nehmen. Und dann kam ein Steward und sah sie dabei und sagte, that's a nonsense. Und sie sagte, dieser Satz sei für sie eigentlich die Zusammenfassung der Hochsee und das Wichtigste im Leben und ein Lebensmotto gewesen, that's a nonsense. Über dieses Verhalten, sozusagen dieses Nonsense-Verhalten auf sinkenden Schiffen, hat sie in den 90er Jahren viel geschrieben. Unter anderem bei einer Rede auf Gerd Jonke, eine Preisrede 1997. Der sie dann den Titel gab, das Verhalten auf sinkenden Schiffen. Und was sie dort schrieb über Gerd Jonke ist, Jonkes Sprache macht
Nee, genau, ich fange nochmal von vorne an. Titanic. Die Titanic ist den letzten Informationen nach nicht durch Eisberge, sondern durch einige Risse an den Außenwänden, die tiefer reichten, gesunken. Jonkes Sprache macht Nadelrisse zu Abgründen und Abgründe zu Nadelrissen. In seiner Sprache ist Erschrecken und Gelassenheit. Auf einem sinkenden Schiff verhielte sich Jonke, wie es der Crew vorgeschrieben ist. Und dieses, wie es der Crew vorgeschrieben ist, wird in anderen Texten immer wieder zu so einer Art Lackmustext für wirkliche Sprache und für eine wirkliche Haltung in der Sprache. Die Bereitschaft, unterzugehen und die Bereitschaft, sich nicht so auf Common Sense oder auf Überleben um alles in der Welt, ein zudeckendes Überleben, eine zudeckende Sprache zu fokussieren. Und das ist alles in der Zeit, in der auch Eiskristalle entstanden ist, dieser Dialog. Also das hat Eichinger sehr beschäftigt. Und zu diesem Dialog, der sehr kurz ist in dem Text eigentlich, haben wir dann sehr viele Notizbücher gefunden. Da haben wir eine Stücke draus gezeigt. Ich könnte ja mal den Vollbildmodus anmachen. Das sieht dann mal ein bisschen schicker aus. Jetzt muss ich aber wieder dahin kommen. Ha! Klein, groß. So, hier oben sieht man diese Hälfte, ja? Also zwei davon, es gab sehr, sehr viel mehr. Und wir haben gesehen, dass Ilse Eichinger eigentlich tatsächlich sehr stark mit dem Material gearbeitet hat, sehr viele Szenen ausgearbeitet hatte, mit Humphrey Bogart, der sie in der Zeit beschäftigt hat, weil es auch ihre Kinoleidenschaft anfing. Und mit Humphrey Bogart hat sie sich deshalb beschäftigt, weil sein Tod an Krebsleiden, ein sehr langsamer Tod, sie beschäftigt hat, weil sie sehr viel über den Tod nachgedacht hat in dieser Zeit. Und sie vergleicht im Grunde Bogarts Tod in diesem Dialog mit dem Tod von Mr. und Mrs. Strauss, der für sie, oder das sagt der Charakter Bogart in dem Text, sinnvoller war in dem Kontext, in dem er stattfand, während Bogarts Tod langsamer und ohne Kontext stattfand. Das Witzige davon ist, die Strauss haben eine große Berühmtheit erlangt, weil Mrs. Strauss das Rettungsboot verweigert hat, aus dem Rettungsboot wieder ausgestiegen ist, um mit ihrem Mann zu sein. Während Humphrey Bogart in seiner Sterbestunde allein war, weil, wie man recherchiert hat, Lauren Bacall bei Frank Sinatra in New York war zu der Zeit. Das heißt, sie hat das Rettungsboot nicht verweigert, sozusagen. Aus diesen wunderbaren Notizen haben wir ein Blatt ausgewählt und Jewgeni Breiger gezeigt. Bogart zu einem fast ertrunkenen Huhn. Keine Aufregung, Kleine. Dass du nicht mehr zetterst, ist noch kein Beweis. Aber so dumm siehst du nicht aus, Kleine. Jetzt halte ich schon ein Huhn in meinen Armen. Na, wütend? Sag mir nur eins. Welcher Idiot wollte dich in die neue Welt bringen? Ja, und meine Idee war, daraus ein Gleichklanggedicht zu machen. Das bedeutet, die Vokale dazulassen und nur die Konsonanten zu ändern, um zu schauen, welches Gedicht sich bei mir als Antwort einschreibt, wenn ich die Vokale da lasse, um den Klang zu bewahren. Und das Gedicht heißt Anfreunden. Also ich erinnere noch mal kurz, Bogart zu einem fast ertrunkenen Huhn. Obacht, du feine, sanft geschwungene Ruh, eine Schaumlesung, meine. Was um mich schwer wettert, will hohl sein Verschleiß. Alles kommt um, flieht zu Licht, Raum, Steinen. Netz, falte dich los. Mein Mund spricht keine Namen wahr. Rührend, frag nicht so weit. Welcher Idiot wollte dich in die neue Welt bringen? Dann hast du uns nicht nur das Gedicht geschickt, sondern einen kurzen Essay, den wir wunderbar fanden, dass wir dich bitten möchten, den jetzt auch noch vorzulesen. In die neue Welt bringen? Also gibt es Gegenpole, neu, alt. Die neue Welt spiegelt die alte Welt und entwirft ihre Bezugssysteme, ihre Register anhand der alten als deren Erneuerung. Aber eben anhand. Sie hält die alte Welt an der Hand. Oder er wird von ihr an die Hand genommen. Eichinger sei neu, Bogart alt. Gedicht neu, Hollywood alt. Eine Umkehrung? Umkehrung ins Genaue.
Wäre diese Dichotomie gegeben, wäre die Gegenüberstellung von Neu und Alt, Gedicht und Figurenspiel an der Oberfläche des Films eine Frage nach Machtverhältnissen, die Eichinger mit größter Freude beantwortet, Zitat, selbst bist du das ertrunkene Huhn, fast. Lächelt das Gedicht die in ihm zitierte Rede gelassen weg. In gleichzeitiger Lockerung und Verdichtung des Filmmaterials begibt sich Eichingers Gedicht auf zwei Ebenen, die eigene, vertraute und ebenso die filmische als fremde Arena. Mit Mitteln des Gedichts legt es Hollywood-Löwen in sanfte Ketten und lässt sie nach Belieben als Kätzchen durch Ringe hüpfen. In Welcher Idiot wollte dich in die neue Welt bringen? Stecken Härte und Milde als klassische Grundpfeiler von Herrschaftsstrukturen. Womit sonst also begegnen? Umkehrung. In die neue Welt bringen sei gebären, schöpfen. Welcher Idiot wollte dich gebären, sagt Mann zu Frau, als könne bloß Mann den Akt der wahren Geburt vollführen und greift nach dem heiligen Gral der puren Repräsentation männlicher Unfähigkeit, der Unfähigkeit zu gebären. Mann als kleines Teilsystem Hollywood, Männerdomäne, nicht von ungefähr. Aber nicht mehr als das, sagt Eichinger. Dein Figurenspiel mag gerade eine größere Strahlweite haben, doch es entspringt der Lyra, dem Gesang. Was auch immer deinen Mund verlässt. Eine Machtergreifung des Gedichts gegen das Massenmedium Hollywoodspiel, Machtergreifung der Frau mit selbstbewusstem Widerspruch gegen männlichen Quatsch. Kleiner Trottel, sagt Eichinger zärtlich und zeigt, wie Schöpfung glückt. In der Schönheit dieser Schöpfung kann der Code liegen, ich suche ihn im Gleichklang, im eigenen Schlüssel. Vielen Dank. Danke, danke. Ja, wir haben zwei sozusagen Grundfragen, die wir beiden stellen wollen. Und die erste ist natürlich, wie seid ihr umgegangen? Wie war das, als ihr das Objekt von uns bekommen habt? Was wir euch zugedacht haben. Genau. Vielleicht Gedanken oder auch nicht. Wie war das bei dir, Evgenie? Ich habe es zuerst laut gelesen, bevor ich es für mich gelesen habe. Was bei mir in dem Sinne ein unproduktiver Vorgang ist, weil ich beim Lautlesen meistens wirklich nichts vom Inhalt mitbekomme. Und in dem Fall war ich danach überrascht. Also ich habe es meiner Frau vorgelesen und danach hatte ich das Gefühl, ich wüsste genau, was da drin passiert. Als ich das dann nochmal für mich gelesen habe, habe ich gemerkt, ich habe mich wie immer getäuscht und wusste es nicht. Aber es schien mir, dass durch dieses Gedicht, und ich habe es als Gedicht gelesen, ein Netz von Dramaturgie gezogen ist, also eigentlich ein Hollywood-gleiches Netz von Dramaturgie, was zur gleichen Zeit sehr simpel ist und auch sehr wirkungsvoll, das mich da hineingezogen hat. Deswegen war für mich klar, ich muss, wenn ich ein, also ich hatte sofort den Gedanken, ich schreibe ein Gleichklanggedicht und zu schauen, was mein Verhältnis dazu ist. Für mich waren dann verschiedene Pfeiler in meinem Gedicht klar, die drin sein mussten, wie Netz zum Beispiel. Und dann war ich sehr froh, dass ich ein einsilbiges Wort mit E gefunden habe, das dann zum Netz werden konnte. Also das war ungefähr mein Zugang dazu. Aber es war klar, es reicht nicht einfach, die Vokalstruktur zu lassen, weil es ist natürlich mehr als Klang. Und es war für mich vor allem Dramaturgie. Aber dann habe ich natürlich gleich die nächste Frage. Das Ende hast du gleich gelassen. Warum? Gibt ja einen Grund dafür, wahrscheinlich. Ich habe mich sehr gewundert, als ich das erste Mal las und dachte, herrlich. Aber es gibt einen Grund. Also das Ende heißt ja genauso, ne? Welcher Idiot wollte dich in die neue Welt bringen? Ich fühlte mich vom Ende angesprochen. Ich dachte, ich werde gefragt, welcher Idiot wollte mich denn in die neue Welt bringen? Und ich habe es als respektlos empfunden, das zu ändern. Also ich dachte, obwohl es kann ja nicht nur sein, dass etwas Ursprüngliches gleich bleibt im Text und etwas Neues draus entsteht, deswegen auch in meinem Essay diese Anspielung auf Neu und Alt, sondern Dialog entsteht wirklich dann, wenn ich es schaffen würde, von etwas Vorhandenem etwas zu entwickeln, was letztendlich aber in die gleiche Richtung führt. Und ich habe es dann sehr dankend angenommen, dass das Ende mit mir
so weit gesprochen hat, dass es wie so ein Fels da war, unabänderlich. Aber das Interessante ist ja, dadurch, dass es gleich bleibt, verändert es auch seine Aussage, seine Ansprache, der Kontext verändert sich. Also in dem Moment, wo du eine homophone, eine Gleichklangübersetzung machst, das Ende aber da bleibt, spricht es plötzlich zu dem Gedicht, oder? Genau. Also es ist ja auch so eine selbstreflexive, witzige Regung. Wo kommst du denn hin? Wer wollte dich denn jetzt in diese Welt bringen? Irgendwie. Und das ist auch eine Genrefrage. Wir haben ja gerade schon, also du hast es eben angedeutet, du hast es als Gedicht gelesen, immer selbstverständlich. Du hattest ja keine andere Chance, weil wir haben dir nur diese Seite gegeben und nicht den Kontext dazu. Aber diese Seite hat uns natürlich angesprochen, weil sie etwas tut, das andere Seiten nicht tun, weil sie diese poetische, was du Dramaturgie nennst, entwickelt, weil sie aber auch von der Form her ehrlich, ähnlich wie ein Gedicht aussieht und weil sie wie so ein Glutkern auch dieses Dialogs ist. Und, ja, und aber gleichzeitig eben genau das wieder. Es ist wieder ein Dialog, also es ist wieder ein Gespräch, also jetzt kein Dialog, aber doch, ja, natürlich, es ist wieder da. Und das gibt es ja für viele Gedichte in dem Verschenkten Rat auch, dass es immer Ansprachen sind, immer Zuwendung, die Kleine, ja. Ich fand das dann sehr schön, dass du die Kleine nicht mit beide Male gleich gemacht hast, ja. Und wie die andere Frage, die wir an euch beide stellen, ist die nach sozusagen, was wir Aichinger Gegenwartsproof nennen, wie sieht deine Aichinger-Lektüre Geschichte aus? Gibt es sie überhaupt? Welche Texte bedeuten dir viel? Ist diese Autorin für dich und für die Zukunft deines Schreibens wichtig? Was ist erstmal die Geschichte vielleicht, nicht die Zukunft gleich? Ich glaube, durch die Beschäftigung mit diesem Text habe ich festgestellt, dass sie für mich jetzt wichtiger werden wird, als sie vorher gewesen ist. Für mich war Aichinger, also dazu muss ich sagen, ich lese fast ausschließlich Gedichte. Und ich habe Aichingers Gedichte gelesen und fand sie großartig, und wie viele andere Gedichte. Und sicherlich sind sie in meine Arbeit eingeflossen. Zum Beispiel auch sowieso das Motiv der Hochsee. Ich glaube, in den ersten Gedichten, die ich mit bewusst geschrieben habe, hatte ich ein Zitat von Aichinger eingebaut in den ersten Text, wo es darum ging, dass zwei Männer nachts in ein Boot steigen und drei aus dem Boot wiederkommen. Und das war ein Matrosenzyklus, wo jemand so eben zur See reist. Und mich hat dieses Bild irgendwie so fasziniert, dass etwas, also für mich ein Schiff, das auf See ist, ist etwas, was gleichzeitig vorhanden ist und nicht vorhanden ist. Weil es aus der Perspektive vom Land eben abwesend ist, und aus der Perspektive der Anwesenden vom Schiff ist das Land abwesend. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass die Gedichte von Aichinger eine sprachliche, aktuelle Form haben, die, wie sagen wir mal, also es ist immer so blöd, Vergleiche anzustellen, aber nehmen wir mal zum Beispiel Elke Erb. Gut, der Elke Erb ist natürlich um einiges jünger, aber ich hatte immer das Gefühl, dass dort bei Gedichten von Elke Erb etwas so Aktuelles vorhanden ist, dass es aktueller ist als das Aktuelle. Das heißt, was auch immer ich tun werde, ich schaffe es nicht, so aktuell zu sein wie das. Und bei Aichinger hatte ich dann eher das Gefühl, das ist mir näher, und irgendwie ist das eine Form von Schreiben, die ich kenne, aber aus der ich hinausgehen möchte, irgendwann, wenn mir das gelingt. Und je mehr, also ich weiß nicht, wie oft ich dieses Gedicht gelesen habe, laut und irgendwie leise, wahrscheinlich, also ich nehme an, dass ich es über 50 Mal gelesen habe. Und je tiefer ich irgendwie darin versank, zu suchen, was ich denn dazu tun kann, weil auf die Idee Gleichklang musste ich ja erstmal irgendwie kommen, desto mehr habe ich verstanden, wie viel mir entgangen ist, eigentlich in der ursprünglichen Leseweise. Und ich glaube, in dem Sinne war für mich dieses Projekt sehr richtungsweisend, um überhaupt anzufangen mit Aichinger. Weil ich glaube, Lesen an sich ist kein Anfang. Übersetzen ist sozusagen. Übersetzen, genau. Es ist eine interessante Beobachtung. Ich denke, dass viel von der poetischen Radikalität von Ilse Aichinger
nicht unbedingt in den Gedichten aus Verschenkter Rat versteckt ist, obwohl es dort auch natürlich Anklänge gibt, aber dass sie tatsächlich eher in den Prosagedichten und in den Texten, die nicht als Gedichte daherkommen, sich versteckt. Und an den Rändern. Sie ist ja jemand, der viel davon geschrieben hat, von den Rändern herzukommen, vom Ende her zu denken. Und das poetisch Radikale findet sich bei ihr eigentlich am Ende des Gedichts. Und deshalb ist dieser Text und dieser Fund und dass du ihn auch aber wirklich ganz selbstbewusst als Gedicht gelesen hast, so schön. Und ich wünschte mir, dass er als Gedicht veröffentlicht würde, so wie er ist. Ja? Und ich finde es ganz schade, dass der überhaupt im Eiskristalle-Dialog dann rausgefallen ist. Habe ich dich gestern gefragt. Genau, ja. Wir haben darüber nachgedacht, warum es ein fast ertrunkenes Huhn ist und noch nicht ganz. Das war die Überraschung, ja, die ich hatte, dass ich dachte, Moment, ich dachte, die Gedichte von Ilse Eichinger sind so und so, aber wenn ich danach der Gedanke, was ist, wenn Eiskristalle ein Gedicht einfach ist. Also aktueller kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Genau. Dass das Aber das erfordert schon so eine Übersprungshandlung im Denken eigentlich. Ja. Ja, und was ist ein fast ertrunkenes Huhn? Also man kann sich jemanden vorstellen, der am Ertrinken ist, also ertrinkend. Aber fast ertrunken ist ja überhaupt die Metapher von einem Schiff, das irgendwie auf See ist. Oder es ist immer fast ertrunken, dem es immer auf See ist. Genau. Und das ist fast Ertrunkene sind auch die Texte. Ja? Das ist genau dieser Zustand, den sie erreichen will bei solchen Texten, das fast Ertrunkene. Und hier kommt noch dann eben diese Komik hinein, die man auch an vielen Stellen hören kann, wenn man sie hören will. Dass Bogert sich fragt, jetzt halte ich schon dieses Huhn in diesen Händen, was ist denn das hier für ein Zustand? Und das ist eigentlich der Zustand, wo ihre Texte so hinschreiben. Das ist sehr, sehr schön. Gehen wir zurück, Hochsee an Land, also zu diesem Anfang. Mit der Lebensbedrohung in den Luftschutzkellern, die zu Auswandererschiffen werden im Kopf und zu den steigenden Wassern, den schwimmuntüchtigen Matrosen, den Kapitänen. Und man sieht sofort, dass irgendwie, also man sieht es hier, es gibt, als wir ins Archiv gegangen sind, fanden wir lauter Dialoge von Kellnern, Kapitonen, Matrosen, wirklich als Dialoge angelegt, die alle irgendwie teilweise völlig undatiert, aber teilweise wurde dann irgendwann klar, dass die Gedanken davon dorthin gewandert sind, in verschiedene Texte gewandert sind. Sie war sehr viel ist im Café und im Kino verschwunden und als sie in ihrer späteren Zeit in Wien ist sie viel ins Kino gegangen, teilweise 3-4 Mal, das haben wir ja schon gehört am Tag. Ich verschwinde und ist aber eben auch ganz viel im Café gesessen und wir haben sehr viele Dokumente gefunden, wie diesen roten Umschlag, den man da sehen kann. Das sind Dokumente, wo sie ihre Texte, die unglaubwürdigen Reisen, später auf solchen Papieren geschrieben hat, im Café. Und das Café ist deswegen auch dort. Und es gibt eben auch da das Foto von Stefan Moses vom Café, wo sie im Café, ich glaube, es ist Café Demel. Das ist das Demel. Demel, ne? Genau. Es ist. Und wenn man dann weitergeht, wir würden ja eigentlich gerne jetzt zu Ilmas Dokument kommen. Dieses hier, ist immer noch zu, das ist dann wieder zu groß, ne? Die Hochsee aus dem Ghetto im Wert ist eine Geschichte, da wollten wir einmal wissen. Es gibt 1954 beginnt Ilse Eichinger eine Textgattung, die nennt sie die Maulwürfe. Das sind Prosagedichte, die alle in Wien spielen. Als Erinnerungsort, aber als auch Gegenwartsort, es ist ja immer beides. Und sie schreibt an Ingeborg Bachmann, das möchte ich gerne kurz sagen, sie schreibt an einem immer kürzeren Versuchen, die man auch nicht mehr Geschichten nennen kann. Und in einem Brief an den Fischerlektor schreibt sie, es sind Versuche, Orte zu bestimmen, Orte in Wien, aber die verschiedensten. Zu dem Zeitpunkt 1954, das haben wir da versucht, die Hochsee aus dem Ghetto an einem der Texte zu rekonstruieren. Die Texte wurden geschrieben zu größeren Teilen 1954. Gehen wir erstmal da oben hin zu den, ja. Und man kann, die sind aber nur als in gewissen Versammlungen in Zeitschriften erschienen und dann verschwinden sie wieder in einem Brief, der auch da unten drin ist, an den Fischerlektor, schreibt sie kurz später, dass sie zwei Jahre später, sie hat das aufgegeben und macht jetzt zu keiner Stunde, also Gespräche, Dialoge, die wahnsinnige radikale Existenzbefragungen sind. Das heißt, sie lässt das liegen. Dann sieht man, wenn man weiterguckt, sieht man dort, sieht man, dass sie diese ganzen
Maulwürfe, die immer noch Straßen und Plätze heißen, versucht in einem Band 1987 in Kleistmus Fasane aufzunehmen. Doch auch das scheitert wieder. Und das Ergebnis ist dann, dass sie letztlich fast 50 Jahre, nachdem sie die geschrieben hat, erscheinen sie in dem Buch Kurzschlüsse. Das ist dann das Inhaltsverzeichnis, was Sie rechts sehen. Das Inhaltsverzeichnis von diesem Band, der dann wirklich erscheint und nach Bezirken in Wien geordnet ist, wohingegen vorher die Sachen eher nach anderen Beziehungen zusammengestellt waren, nicht nach Bezirken. Mhm. Wenn man jetzt runterguckt, dann sieht man das Dokument, was wir Ilma zugedacht hatten. Mhm. Das zeige ich jetzt mal. Und groß, zwar, ne? Beide, mhm, dass man sie sieht. Und zwar also, geht, oder mach, zeig es groß. Und das ist irgendwie, gehört zu diesem Dokument, zu den Maulwürfen, fanden wir dort in der, bei den Maulwürfen. Und es ist so, wenn man hinguckt, das fängt an, die Hochsee aus dem Ghetto. Und es fängt immer wieder so an, die Hochsee aus dem Ghetto, Springflut aus der Spitaltür. Und es geht dann, verändert sich immer, Entschuldigung. Kann man, ja. Kann man es nicht lesen? Doch. Okay. So? Und wenn man sieht ja schon, das fängt oben an und wird dann immer durchgestrichen und dann geht es unten weiter. Und es gibt verschiedene Fassungen, es schreibt sich immer weiter, es wird immer neu angefangen, es bleibt dann immer, es ist so wie der Text im Werden, der langsam kommt und der langsam wird. Und ich schließe es einmal vor, glaube ich. Ja, gut. Du musst dann aber, Moment, dann müssen wir die zweite Seite nehmen, weil nämlich ganz kurz noch zu Ende. Nee, ja? Ich weiß ja. Das Ganze geht dann so, dass es eine zweite Seite dazu geht und irgendwann auf der zweiten Seite, wenn der Text wirklich geworden ist, in Anführungszeichen, dann hat er einen Titel, der heißt Im Wert, und Im Wert ist aber das Wort für die Insel, nicht jetzt für Werden, sondern für die Insel Im Wert, früher mal mit ERTH. Und das ist das Wert, das ist die Ghetto-Insel, hieß das Ghetto, das alte Ghetto in Wien im zweiten Bezirk und in der Leopoldstadt. Und genau, liest du mal das in der Ordnung. Genau, ich lese es einmal in der letzten Fassung, in der es dann veröffentlicht ist, vor, die auch auf dem zweiten Blatt die letzte war. Das heißt, 1954 hat sie die letzte Fassung gefunden, aber nicht veröffentlicht in diesem Konstellation. So. Also später dann. In den Straßen und Plätzen. In den Straßen und Plätzen, als Buch veröffentlicht. Also in der Zeitschrift, ne? Genau, als Buch nicht, genau. Im Wert. Die Hochsee aus dem Ghetto, Springflut aus der Spitalstür, Wasser aus dem Stein. Hier umarmen sie einander, hier züngeln sie hoch auf, wenn alles klar ist, hier ist der Staub verschwiegen. Das Fest ist hier. Eure Enkel sind lange fort. Kommt jetzt heraus, euch baut das Mittagslicht den Pier zurecht, auf dem ihr landen könnt. Grüne Fliegen begrüßen euch im Namen der Küste. Die Verladebüros sind heute geschlossen. Sonnenflecken öffnen das fremde Land. Eure Enkel kommen nicht wieder. Der Weg zur Auferstehung führt drei Gassen weiter an den Fluss hinab. Dort geht kaum einer. Aber die alten Frauen haben doch Lavendel unter ihre Wäsche gelegt und violette Tücher in das Innere der Schränke. Engel halten Nachschau. Jetzt haben wir aber immer nicht diesen schönen fertigen Text, sondern das Blatt zugedacht. Mhm. Und jetzt würden wir gerne hören, was du daraus gemacht hast, aus diesem Blatt, wo es unfertig ist. Machst du nochmal das Ganze mit? Und da haben wir auch den Text von dir, also nee, den liest du jetzt. Der Text heißt bei mir Auferstehung in Sicht oder nicht. Die Tücken des Wassers, Springfluten, Tsunamis, Überschwemmungen, vergiftetes oder verseuchtes Brunnen- und Flusswasser, Brackwasser, Faulwasser, Schmutzwasser. Demgegenüber das reine Quellwasser, das rettende Wasser, das Moses aus dem Stein schlug
um sein Volk in der Wüste vor dem Verdursten zu bewahren. Taufwasser, Weihwasser, Heilwasser. Kein Leben ohne Wasser. Viel Untergang dank ihm. Was überwältigt, kleidet sich oft in die Schiffel des Wassers. Die Hochsee aus dem Ghetto, die Springflut aus der Spitalstür. Die Zitate sind im Text kursiv. Und das Wunder, Wasser aus dem Stein. Verstehe, wer verstehen kann und will. Zumal sich Unwunder und Wunder züngelnd vereinen zu einem Fest, das den Staub ignoriert. Wasserfeier bei klaren Verhältnissen. Wirklich? Wird aus Minus und Plus ein Mehrwert? Der Schrecken umarmt das Wunder und generiert Euphorie, hier und heute. Einer muss es freilich wollen, genau so, unbedingt. Sonst ist es umsonst, umsonster als umsonst. Fragt sich, ob das Fest etwas überschreitet, eine Grenze des Bewusstseins, der Erkenntnis, und wer es hinüberschafft, welcher Eingeweihte, welche Gezeichnete. Von den Enkeln ist noch keiner drüben angekommen. Sie sind offenbar zu jung, zu unbescholten, weit abseits jenes Horrors, der kaum einen verschonte. Das ist ihr Glück, ihr ungeahntes Glück. Besser, man vermeidet ihnen gegenüber das Wort drüben. Aber der Fluss lässt sich nicht vermeiden. Er fließt, wo er will und muss, und steht mit der Auferstehung auf gutem Fuß. Reinigungsbad, Katharsis, neues Leben, Resurrexit tertia die. Die drei steckt diesmal in den Gassen. Die drei klingt irgendwie heilig, Gott mit ihr. Doch hinunter zum Fluss geht kaum einer, kaum eine. Soll er fließen zwischen seinem Dies und jenseitigen Ufer, fluides Sinnbild ewigen Wandels? Unwandelbar aber die alten Frauen. Sie hängen an ihren Ritualen, Lavendel unter die Wäsche, das Kissen, das schützt vor Ungeziefer und das duftet. Duftet violett, violett wie die Vorhänge vor dem Innern der Schränke. Ist die Fastenzeit denn nicht vorbei mit ihrer lila Trauer? Herrscht hier nicht Auferstehung, Aug in Aug? Allein die Frauen sehen weg, fixiert auf ihre Schränke. Und alte Männer gibt es nicht. Verflixte Macht der Gewohnheit, immer alles wie gehabt und blind ins Grab. Wo bleibt die Transzendenz? Abgeblieben, Punktum. Nicht einmal die Engel machen sich Illusionen über die Sturheit alter Frauen, halten nachsichtig Nachschau, als hätten sie nichts Besseres zu tun. Wäschestapel Lavendel, Wäschestapel sei's drum. Während der Auferstandene wartet auf höhere Einsicht. Hat er nicht Lahme und Blinde geheilt und ist übers Wasser gewandelt? Hat er sich nicht geopfert am Kreuz? Schwamm drüber, sagt der Engel. Die im Ghetto hat er nicht gerettet. Noch immer schwappen sie ins Gedächtnis der Nachwelt. Kein Vergessen, never ever. Auch die Schreibende ringt darum, setzt die Worte sorgsam ins Uneinvernehmen, damit es weh tut, damit schmerzt, was gewesen und nicht aufhören will. Eichinger, Ilse, knapp davongekommen, doch dem Untergang immer nah. Ihr Ohr gehörte den Verlorenen und Verqueren, den Verschollenen und Unbewehrten, den Stammlern, die sich die Welt neu zusammenbuchstabierten und die der größeren Hoffnung nachhingen. Der Himmel kann nicht weit sein, das Fest ist hier. Hier ist es, schau
und Lies. Vielen Dank. Danke. Jetzt stellen wir die gleiche Frage wieder natürlich an dich, weil wir natürlich, dieses Blatt hat uns wahnsinnig beschäftigt, weil es eben immer wieder neu anfängt und irgendwie am Ende des Blattes ja auch noch gar nicht zu Ende ist. Also man sieht ja, das geht weiter. Und deine Lektüre von Ilse Achinger ist natürlich wesentlich länger als die von Evgeny. Was passierte, als du das Blatt von uns angeboten oder gebeten wurdest, dazu etwas zu schreiben? So. Ja, also erstens das Thema Wasser finde ich eines der faszinierendsten. Ich habe mich mit dem Wassermotiv bei einigen Autoren befasst, wie zum Beispiel Danilo Kisch, durch dessen Werk auch das Wasser in verschiedensten Formen fließt, um es so auszudrücken. Oder Gaston Bachelard ist ein Autor, den ich sehr jung schon in meinem Romanistikstudium studiert habe, und es gibt ein wunderbares Buch von Gaston Bachelard über die Poetik des Wassers, sehr lesenswert. Er hat alle Elemente drangenommen, aber das Wasser fand ich bei ihm das Interessanteste, diesen Band. Naja, ich bin auch in Triest, habe ich einen Teil meiner Kindheit verbracht, das ist aber das Mittelmeer und das ist nicht die von Achinger doch eher geliebte Nordsee und alles Atlantik, das ist gerade nicht mein Meer. Mein Meer ist ein anderes und es ist wirklich ein anderes. Aber Untergänge gibt es da leider auch, sehr viele, wie wir wissen, auch in jüngster Zeit und so weiter. Also das Wasser war das Erste und nun ist gerade dieser erste Satz bei ihr, der sich auch wiederholt: Die Hochsee aus dem Ghetto, Springflut aus der Spitalstür, Komma, Wasser aus dem Stein. Also allein schon dieser erste Satz ist unglaublich interessant. Und ich habe auch hin und her überlegt und wie Evgeny Breger also das auch immer wieder laut gelesen. Jetzt nicht so sehr nur wegen des Rhythmus oder der Vokalisierung oder so, sondern einfach, was heißt das, die Hochsee aus dem Ghetto? Und was heißt Springflut aus der Spitalstür? Wasser aus dem Stein, damit konnte ich was anfangen, biblisch, da ist sofort Moses und so weiter Auszug. Also da, wo es ums Biblische geht, da bin ich relativ gut bewandert. Und dann kommen natürlich viele andere Motive noch vor. Es kommen eben die Engel vor und die alten Frauen mit dem Lavendel. Und ich bin nicht auf alles eingegangen. Das ist ja auch wieder ein Text, wo man eigentlich von diesem Ruin der Zusammenhänge sprechen könnte. Einiges könnte sich konstellieren, aber anderes überhaupt nicht. Und also nicht mal assoziativ kommt man unbedingt immer weiter, obwohl das natürlich das ist, was wir versuchen, auch bei anderen Texten von Achinger, die sehr sprunghaft sind. Da sind oft überhaupt keine logischen Abfolgen oder die Logik, die andere Logik ergibt sich erst sehr viel später, wenn man wieder und wieder liest. Also ich habe mich quasi aus diesem kleinen, aber sehr intensiven Fundus bedient und habe sozusagen ein paar versuchsweise, ein paar Assoziationen geschmiedet und habe auch mit diesem Wort der Auferstehung versucht zu operieren. Ich stelle zwar die Frage, wo bleibt die Transzendenz? Diese Frage habe ich eigentlich ans ganze Werk von Achinger immer gestellt. Gibt es sie oder gibt es sie nicht? Ich würde eher sagen, es gibt sie nicht. Sie ist mit Ellen auf der Brücke in der größeren Hoffnung geblieben am Ende, glaube ich. Also als Ellen stirbt. Das ist für mich das Ende der Transzendenz. Ja. Und ja, so kann man es auch sagen, aufgrund von sehr schmerzvollen Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und ein Teil der Familie mütterlicherseits ist ja eben ermordet worden. Ja, aber trotzdem, die Frage bei mir ist ja auch, der Titel heißt Auferstehung in Sicht oder nicht. Es muss offen bleiben. Und auch die Sinnfrage ist, ich schreibe an einer Stelle,
Das ist mein eigener Satz, umsonster als umsonst. Also das sind so Dinge, die mir zu Aichinger auch einfallen, wobei ich sagen muss, dass ich sie ist eine meiner Lieblingsautoren. Also wenn ich 5 aufzählen müsste, von Dostojewskis Idiot über einiges weitere, Kischgarten Asche, Aichinger ist dabei unter den 5 meiner liebsten Autoren, Autorinnen. Und zwar hat das ganz früh angefangen und ich habe mich also überhaupt jetzt nicht, habe nicht irgendwie mich gestört daran, zum Beispiel an dieser Frage Sinn oder Transzendenz. Es sind ganz andere Dinge, die mich bei ihr einfach angesprungen haben. Es sind die Wörter, es sind wirklich die Wörter, die schlechten und die zweitbesten oder die zweitschlechtesten. Also die Wörter selber, die sie dermaßen lebendig macht. Man muss gar nicht ganze Sätze verstehen bei ihr. Es genügen manchmal diese Komposita, über die ich auch schon geschrieben habe, also sozusagen zusammengesetzte Wörter. Das ist schon eine Welt in sich, eine Miniaturwelt. Das wäre doch eine Transzendenz. Und eigentlich gibt es eine, die Transzendenz findet in der Sprache statt. Und nicht im Gedanken, sondern in der Tatsache, dass die Sprache... Ja. sozusagen ganz für sich alleine steht und ganz für sich alleine wirkt. Und Ja, jein. Also ich bin nicht ganz einverstanden. Ich finde, dass Aichinger zu den größten Hinterfragerinnen der Sprache ist. Also warum heißt es so und nicht anders? Vielleicht darf ich dann anderthalb Seiten vorlesen eines Textes, den ich geschrieben habe, wo ich das ein bisschen besser ausdrücken kann, als wenn ich jetzt improvisiere. Aber ich wollte das ein bisschen relativieren, denn sie hinterfragt alles, jeden Ausdruck. Warum heißt es so und warum heißt es nicht anders? Und es ist ja so, wenn wir Saussure lesen, die großen Linguisten, dann ist eben, was wir da haben, das ist im Grunde ein Zufall. Also sie hätte es gerne materieller. Also dieses Wort ist, was es bedeutet, ja, aber so leicht ist es nicht zu haben. Und im Grunde ist dieses le signifié, le signifiant, das ist eben ein Spiel und das ist ein Zufall, dass es so heißt. Und in jeder Sprache heißt es wieder anders. Und insofern, die Sprache ist Rettung, ja, und andererseits ist sie auch ein Fundament, das man immer wieder sozusagen ja, auf seine Haltbarkeit und Tragbarkeit und Bodenhaftung hin immer wieder untersuchen und hinterfragen muss. Das hat was enorm Anregendes, finde ich, dass sie das macht und wie sie es macht. Und deshalb ist jeder Satz bei Aichinger ist eine Überraschung. Jeder Satz, anders als bei Mayröcker, wo man das auch sagen kann, jeder Satz ist eine Überraschung, aber aus ganz anderen Gründen, aus vollkommen anderen Gründen. Und wie gesagt, mich hat das mit der Frage nach Transzendenz, nur in diesem Zusammenhang habe ich sie mir dann doch gestellt. Also gibt es das gute Wasser, es gibt den Untergang und es gibt aber auch das Heilwasser, das Taufwasser und so. Was ist mit der Ambivalenz des Wassers? Und so bin ich dann irgendwann auf die Auferstehung und die Transzendenz auch gekommen. Ich habe eine ganz doofe Frage. Während ich den Text las, das erste Mal, habe ich darüber nachgedacht, ob nicht eine Verwandtschaft zwischen Enkel und Engel existiert. Und ob das die Frage der Transzendenz auch wieder hat, weil das kommen die Enkel vor und es kommen die Engel vor. Und es ist ja so, sie sind ja sozusagen, sie sind ja in einem Konsonanten. Ja, genau, sie sind unmotiviert, ja. Aber durch das Hören werden sie alle motiviert. Und das ist, finde ich, immer so erstaunlich, dass sie das kann und dass man das wirklich viel verlernen kann. Aber eben, es heißt hier, diesen Satz habe ich zitiert, kursiv, von den Enkeln ist noch keiner drüben angekommen. Ja, was ist das drüben? Ist das drüben die Rettung, dass man über den Fluss kommt und ein Ufer erreicht? Oder ist das drüben schon ein ganz jenseitiges Ufer? Also es oszilliert sehr und dieses Oszillierende und Uneindeutige ist natürlich auch wiederum sehr anregend, um es irgendwie weiterzuschreiben. Und bei mir, sie stellt ja auch sehr viele Fragen, Aichinger, das mag ich an ihr sehr. Ich kenne nur noch einen Autor, der noch mehr Fragen stellt, das Peter Wotherhaus. Also in seinen Büchern, das
auch in diesem Text, das sind alles Fragen. Ja. Das hat aber auch, er ist übrigens auch jemand, der die Sprache ständig hinterfragt. Das hat auch damit zu tun, also wie kann ich es überhaupt ausdrücken? Und ist es wirklich ein Satz oder ist es eine Frage, ist es eine Behauptung? Und ich behaupte mal, die Eichinger hatte eine ganz eigene Art von Apodiktik, die aber nicht apodiktisch ist. Aber die Sätze stehen oft wie Setzungen. Und es ist eine Setzung und bitte, das lass jetzt mal ungerührt und unhinterfragt. Ja? Aber nach dieser Einsetzung kommt schon wieder ein Fragezeichen und geht es wieder ganz anders weiter. Mhm. Also das hat mich enorm immer fasziniert. Und mein Lieblingsbuch ist natürlich Schlechte Wörter. Ich bin von ihren Prosatexten, diesen Prosatexten, eigentlich immer mehr, ich fange auch schon an, aus Sympathie zu dir, hat mich das eigentlich mehr angeregt als Verschenkter Rat, obwohl ich mit den Gedichten, ja, aber ich habe Eliza 65 gleich nach Erscheinen gelesen und das war eine Offenbarung für mich und dann Schlechte Wörter und so ging das weiter. Und das hat niemand wie sie gemacht, niemand. Wenn ich Freunde frage, ungarische Frau, habt ihr mal von Eichinger gehört? Nein, leider kennt man sie zu wenig im Ausland und sie ist eben sehr schwer zu übersetzen, du hast ja, das ja gesagt. Ja. Wahnsinnig schwer, was macht man? Also wenn ich da ein bisschen aus meinem Text noch vorlese, aus dem anderen, dann habe ich da auch gleich Beispiele, wie macht man das überhaupt? So wie sie die Wörter aufdröselt und neue Präfixe macht und ja, wie macht man das in einer anderen Sprache? Man versucht es vielleicht nachzumachen, aber es ist für mich die anregendste Autorin deutscher Sprache auf jeden Fall. Und Mayröcker liebe ich auch heiß und innig aus anderen Gründen und ich möchte sie auch gar nicht in Konkurrenz stellen, denn Mayröcker stapelt sich bei mir auch immer und Eichinger habe ich auch immer einige Bände in Griffnähe. Möchtest du jetzt diesen Text noch kurz lesen? Also ich würde ein bisschen, weil da ist auch was Persönliches drin, was meine erste Begegnung mit ihr war. Dieser kleine Essay, der wird übrigens erscheinen, zusammen mit anderen Essays von anderen Autoren, Autorinnen, auch in der Edition Korrespondenzen. Reto Ziegler hat es offenbar nicht zeitgleich geschafft zum Geburtstag. Schade eigentlich, egal. Also deswegen lese ich Ihnen was Unveröffentlichtes hier. Ilse Eichinger oder das Wunder Fremdheit. Und zwei Motti, alle Mitteilungen sind heute gefährdet, aber derjenige, der schreibt, setzt das Schweigen dagegen. Und noch von ihr, noch ein kurzes, ich kann daneben bleiben. Finde ich sehr typisch für sie. Ich kann daneben bleiben. Wir haben schon über die Ränder und Kaps gesprochen. Die Ränder auch, da, ja, bis da ist das Festland, da ist dann der Rand. Und also die Ränder sind natürlich auch ein Leitmotiv. Mit Anfang 20 brachte ich den Mut auf, einige meiner Gedichte an Ilse Eichinger zu schicken. Genau ihre Meinung war mir wichtig. Die Meinung einer Schriftstellerin, die viel von Lakonie, Pausen und Stille verstand und kein Wort unhinterfragt ließ. Sie antwortete rasch. Sie bestärkte mich auf eine herbe, unsentimentale Art. Ratschläge erteilte sie keine. Wozu auch? Es genügte, ihre Werke zu lesen. Mit besonderer Faszination las ich Eliza, Schlechte Wörter und Kleistmus Fasane. Bis heute sind es diese Bücher, auf die ich immer wieder zurückgreife. Sie altern nicht. Sie können nicht altern, weil die Welt, die sie sprachlich entwerfen, ihren eigenen Setzungen folgt. Ohne Überheblichkeit, nur konsequent. Ohne Resignation, nur unbeirrbar. Vielleicht müsste man von Gegenwelten sprechen. Verweigern sie doch gewohnte Gewissheiten, richten sich geradezu im Ungesicherten ein. Ilse Eichinger gründet ihre stille Subversion auf eine Poetik der Hinterfragung und der genauen Ahnungen. Zitat, das heißt, im Spiel mit den Wörtern seine eigene Lautlosigkeit in die ihre einbringen. Das heißt, in diesem Zeitalter, in dem alles erzählt
und nichts angehört wird, alles auf den Kopf stellen. Der Erzählwelt Schweigen abfordern, der Welt, sich selbst, den Wörtern, der Klängen. Zitat Ende. So erst gewinnen die Wörter den Reiz, Zitat, der eine späte Spielart der Notwendigkeit ist. Das Wort Notwendigkeit ist wichtig. Spiel und Notwendigkeit schließen sich nicht aus, wo an den Wörtern fundamental gerüttelt wird, bis sie hergeben, was sie hergeben müssen. Zitat, Vult wäre besser als Welt. Weniger brauchbar, weniger geschickt. Arde wäre besser als Erde. Zitat Ende. Und ob man bei Pudel nicht besser vergossen statt begossen sagen sollte. BB, dieses eingesackte B, Zitat, das mit dem Leiden eines Pudels schon kaum etwas zu tun hat, heißt es mit lakonischer Komik im Prosatext Schnee. Der Zweifel gilt nominalistisch Übereinkünften und Normierungen und jeder Konvention, die Wörter in einen festen Gebrauch zwingt und der Abnutzung aussetzt. Eichinger klopft die Wörter ab, bis sie aus ihren herkömmlichen Bedeutungen herausfallen und quasi dinghaft dastehen, neu, fremd und leuchtend wie eine kleine Epiphanie. Eine Worterweckerin ist sie, und von da zu Wortschöpfungen ist es nicht mehr weit, zu Erdlochfragen, Westsäulen, Solosträhnen, Warumheulern, drei Hühnerkunststücken, zu Herzlaub, Rübenhimmel, Namenspulver, Vorlicht und Farbnachlass. Die Liste neologistischer Nominalkompositer ließe sich beliebig verlängern. Sie gehören zum Humus eichingerscher Sprache. Doch ebenso wichtig sind Fremdwörter und fremdklingende Eigen- und Ortsnamen von Ajax bis Müsot, von Melissa bis Pensens, von Ambros bis Kumavi und bis zu jenem Privas, das Schwitzkasten ist, Zitat, eine Anstalt für tollwütige Lieblinge, sagen wir ab 4. Eine erstaunliche Definition, die die südostfranzösische Stadt neu verortet und konnotiert. Man kann sich nur wundern, wie selbstverständlich diese Namen sich behaupten. Sie liegen offen, intramuros, sind da. Da wie der Satz, hell ist wahr. Keine Widerrede, denn wer da spricht, hört nicht auf, aufzugeben. Surrender, auch so ein wichtiges Wort, das sie englisch verwendet, surrender. Aus einer Position, die das Minimum unterbietet, die sich als entfernbares Zwischendasein oder als missratene Verzweiflung bezeichnen ließe, entsteht Sicherheit ohne Apodiktik. Eichingers Poetik basiert auf dem Paradox, auf der Reduktion, auf dem Schweigen. Sie ist genau und gleichzeitig schwebend, kontrolliert und gleichzeitig traumwandlerisch. Aus dem Ruin der Zusammenhänge schafft sie Erzählwelten, in denen Wörter und Figuren sich Schritt für Schritt vorantasten, bis an eine äußerste Grenze, ein Kap, eine Küste, konturierte Orte des Abschieds, wobei das Vorankommen erschwert wird durch Behinderungen aller Art, durch Schranken, Feuer, Gewässer, durch unvermittelte Sintfluten und andere Katastrophen. Biblische Plagen tauchen auf und immer wieder präzise Bilder des Kriegs, mit jenem furchtbaren Fazit von Auschwitz, Zitat, jeder Rauch sitzt. Nacherzählen lässt sich hier nichts. Es gibt keine Geschichte, keinen Plot, kein Kontinuum. Räume und Zeiten oszillieren, Kausalitäten fehlen. Warum ein grüner Esel über die Eisenbahnbrücke, warum Herodes durchs Voralpenland geht, bleibt ungeklärt. Da sind sie und basta. Der Weg nach Westen beginnt so. Maine, Jablonski, Kilderon, Strohhütten, Baumlöcher, erniedrigte Kosten für die Überfahrt. Schauen wir dort hinaus, machen wir uns davon. Und endet nach 3 Seiten mit den Sätzen, wir bereuen morgen alles. Wir mit den Bohnenmasten und den aufrechten Krebsen,
dem harten Lauf auf der Spur, der die Kron trägt, der Filzlaus, auch noch im Salz und in der Eberesche, der Rundung, der Gewalttat, dem vertrockneten Schrei. Wir stehen morgen mit geknickten Beinen an unseren schwimmenden Zaun und starren hinunter, die Hände an den Rippen, und hinter uns ist nichts als ein schüchternes Kind, das mit Hühnern spielt. Zitat Ende. Es gibt das Detail, die Benennung, die sprunghafte Wendung und etwas, das zum Parabelhaften strebt, ohne dort anzukommen. Auf diese Idee bin ich auch gekommen, als ich immer mehr und mehr gelesen habe. Irgendetwas will zum Parabelhaften, aber es kommt nicht wirklich dort an. Man kann nicht eine fertige Parabel feststellen, die man dann auch schön nacherzählen kann, wie zum Beispiel im Neuen Testament oder bei Kafka und so weiter. Denn Ziele sind keine vorgesehen, wo schon die Begriffe selbst Probleme darstellen. Das Rätsel ist diesen Texten ebenso inhärent wie das Ledierte und Zersplitterte, die Absurdität ebenso wie die Ambivalenz. Botschaften oder gar Hoffnung verweigern sie radikal, selbst wenn sie von Engeln sprechen. Letzte Fragen bleiben ohne Antwort, auch viele vorletzte. Aber es gibt die kleinen Dinge und das konkrete Einzelne, dem viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ob ein schüchternes Kind oder ein vertrockneter Schrei. Damit verknüpft sich Ethos. Und so weiter. Das geht noch weiter da in meinem Essay. Ich möchte jetzt da keinen Vortrag halten. Ich schildere dann noch, wie ich Aichinger ein paar Mal getroffen habe. Ich habe sie wirklich kennengelernt. Ich habe mal die Laudatio auf sie gehalten in Solothurn, zum Solothurner Literaturpreis. Und ich saß mal mit ihr im Havelka in Wien, wo sie mich und meinen Sohn großzügig eingeladen hat. Mein Sohn hat ein Tortenstück nach dem anderen gegessen und sie hat gesagt, iss nur, iss. Und dann haben sich die beiden glänzend über Kino unterhalten, Filme, da bin ich nicht so Expertin, aber die beiden, das ging wunderbar. Und sie kam mit ihrem Sackerl, mit so einem Plastiksäckchen, da hatte sie auch irgendein kleines Notizbuch, eine Brille und so drin und in einem etwas alten Mantel, und es war eine unvergessliche Begegnung, es war meine letzte, und sie ist dann ebenso wieder in ihrem Mantel mit dem Sackerl durch die Gasse, vielleicht in die nächste Kinoaufführung, Filmvorführung. Sehr schön, vielen Dank für die Erinnerung. Genau. Wann war das nochmal ganz, diese letzte? Ja. 90er Jahre. Nee. Wie alt war mein Sohn? Die Kinder datieren. Ja, die Eltern. Ich glaube, es war etwa 2002. Sehr schön. Danke. Wir wollten jetzt gerne noch mal kurz auf etwas hin, das hat mit dem Sackerl und mit dem alten Mantel sehr viel zu tun in irgendeiner Weise. Nämlich, was wir im Archiv fanden, das war, dass auf den Texten, auf den Manuskripten von Ilse Aichinger, ganz oft hat sie auf leeren Rückseiten geschrieben, von Mitteilungsblättern des evangelischen Pressedienstes, die sie offensichtlich damals kriegten, aber auch auf Rückseiten von eigenen Manuskripten, also diese leeren Seiten, Rückseiten wurden benutzt für neue Texte. Ab 1988, als sie das Schreiben mit der Schreibmaschine ganz aufgibt und nur noch mit der Hand schreibt, entstehen ihre Texte auf Zeitschriften, Einkaufstüten, auf, das haben wir vorhin gesehen, Umschlägen, auf Prospekten und auf vielen anderen Dingen. Als wäre sie sich dagegen, irgendetwas als Makulatur anzusehen. Die Verwendung solch, wie die wir nannten, schlechter Blätter, dient vielleicht der Rettung dieser als Makulatur angesehenen. Vielleicht auch der Rettung der Freiheit, etwas leicht hinsagen zu können. Im Meer dieser wertlos gewordenen Blätter wird die Sprache selbst zum Schiff, zum Rettungsboot. Oder noch einmal anders gedacht, das dem Verschwinden anheimgegebene schlechte Blatt, die Makulatur, wird zum rettenden Reisedokument für Aichingers Sprachkunst. Wir möchten gerne das hierzu eine Notiz vorlesen, die wir im Nachlass fanden und die wir dachten, dass sie vielleicht uns etwas dazu erklärt, was wir bisher nicht bedacht hatten. Und zwar
Am 13. August 1996 schrieb Iris Radisch an Ilse Eichinger, also Iris Radisch war damals bei der Zeit, ob ihr, ohne lange zu grübeln, ein Satz, ein Vers, eine Liedzeile einfalle, die sie immer, naja, immer mal wieder, Klammer zu, mit sich im Kopf herumtrage. Iris Radisch hatte das an alle, ganz viele Autoren geschrieben, weil sie das, Zitate dann als in der Buchmessenbeilage als kleine Vignetten unterbringen wollte. Ilse Eichinger notierte ihre Antwort unmittelbar auf den Brief. Also das heißt, man hat den Brief und dann hat man, schreibt sie darüber die Antwort, also auf die Rückseite und dann auch auf die Vorderseite auch, weil sie nicht fertig geworden war. Und der Text, den sie dort schreibt, geht so. When the war is over, the white cliffs of Dover, and Johnny will lay in his own little cot again. Die Beziehung zum leicht Hingesagten war die erste, die ich zur Sprache hatte, lange bevor sie mir in anderen Bereichen wichtig wurde. Dass unsere Mutter in ihrer freien Zeit Schlager komponierte, gab unserer Kindheit einen gewissen Glanz. Keinen äußeren, denn diese Schlager waren nicht so erfolgreich, aber leicht hingeschrieben auf Straßenbahnfahrkarten oder ihren Rezeptformularen, wenn sie vom Dienst zurückkam. Einige von ihnen wurden sogar in einer einschlägigen Zeitschrift gedruckt. Kurz bevor nicht nur für unsere Familie die Katastrophe hereinbrach, schrieb sie ihren letzten Schlager. Von heute auf morgen kann sich was ändern. Und gleich darauf änderte sich alles in einem unübersehbaren Ausmaß. Aber meine Großmutter hat dieses Lied noch erlebt. Es war ihr Liebstes und hat sie glücklich gemacht, ehe ihr alles genommen wurde. Als der Krieg zu Ende war und meine Mutter und ich zum ersten Mal nach England fuhren, ging mir die Welt auf. Kein Land ist bis heute so sehr Welt geblieben wie England. Armselig und wunderbar, mit Kinderbanden, die barfüßig über die Eisenbahnbrücken liefen und mit den Melodien aus dem Radio. Just a song in twilight, an apple blossom wedding oder ein ganz anderer. I don't want her, you can have her, she's too fat for me. Aber erlösend blieb doch, when the war is over und die weißen Cliffs werden mir immer leuchten, ob ich sie wiedersehe oder nicht. Das war der Text und wir fanden das wahnsinnig beeindruckend, dass sie das auch so raushaut. Und das ist immer dasselbe, Dover, das Meer, ja? Gut, das war irgendwie noch der Nachklang von dem, was wir dann immer im Archiv fanden. Und jetzt, glaube ich, müssen wir bald zu dem Letzten kommen. Ja, genau. Zur Abschlussrunde. Wir haben ja angefangen mit der Zeichnung von Helga Micki. Mit der da? Mhm. Vollbildmodus. Ja. Und darüber haben wir in der Ausstellung gruppiert ein unveröffentlichtes ein Gedichtentwurf, den wir gefunden haben und der auch auf einem merkwürdigen Rettungsblatt war, das so ausgeschnitten war. Ganz klein. Das ist, Sie müssen sich das vorstellen. Das ist so groß. Und das aber irgendwie auch von der Hochsee spricht. Ich lese es einmal vor. Ich will mich wegbegeben aus den frisch gestrichenen Häusern, aus den Mulden, über Island, die billigere Route. Ich will fort. 3.4.64. Die schlechteren Blätter, die schlechteren Wörter, die billigeren Routen, das ist sozusagen, das sind diese Schiffslinien, diese topologischen und topografischen, die sich verbinden und immer mit der gleichen Haltung, mit diesem, der Ethik, die du angesprochen hast, zusammenhängen. Ja, aber wir müssen, glaube ich, zum Schluss kommen. Wir sind schon fortgeschritten in der Zeit und wir haben unsere Autoren gebeten, eigene Gedichte mitzubringen, die in gewisser Weise auch mit Eichinger in einem Dialog steht, damit wir noch mit einer Runde Gedichte aufhören. Und wir bitten, einfach Ilmar anzufangen. Ilmar anzufangen, ja. Genau. Es sind ganz kurze Gedichte und tatsächlich habe ich sie geschrieben in einer Phase, wo ich ja diesen Essay geschrieben habe und viel Eichinger wiedergelesen habe. Und da sind auch Zitate drin oder Ausdrücke, die Eichinger-Leserinnen und Leser unter Ihnen werden das sowieso erkennen. Es sind drei kurze Gedichte. Eichingers
grüner Esel, Kleist, Moos, Fasane. Wieder folge ich ihren Schlängelpfaden. Ginger, Guadalupe oder Kumavi? Und wer sah Tyrus? Ist es eine Erdlochfrage? Fragen ohne Ende? Man kommt nicht weit. Die Wörter sperren sich, die Namen, Millimeterraum und Farbnachlass. Die öde Milch macht Staunen. Es schmeckt nach Insurrektion, Verwegenheit und eine Spur Surrender. Die Quellen wachsen schon. Sei still, du Entlein. Das ist wieder die Anrede und der Dialog, ne? Ja. Du kleine Entlein. Du Entlein, wie mir das eingefallen ist. Ich habe einmal das Wort Alleinchen in einer Erzählung gebraucht, die auch ein Motto von Aichinger hatte, genug Angst haben. Das ist eine ältere Erzählung, die wollte ich jetzt nicht vorlesen, weil da auch keine Gelegenheit ist. Aber auch ein Satz, der mich zu einer ganzen Erzählung inspiriert hat, genug Angst haben. Das zweite Gedicht, die haben alle keine Titel, aber hat ein Motto von Aichinger. Wenn es zur Zeit der Sintflut geschneit und nicht geregnet hätte, hätte Noah seine selbstsüchtige Arche nichts geholfen. Schnee, sagt sie, ist ein Wort und Heu ist auch eins. Ob er fällt oder nicht, er kann sich nicht wehren. Und wir, beschneit geht gar nichts mehr, fragil die Bäume, heftig die Lawinen, wer rennt da wem davon? Das schön beschneite Schulhaus, ach, und Kinder, Bälle in den Fäusten, laufen durch das Weiß, wohin, am Abend sind sie nass. 29. Januar 2021. Und am Folgetag, am 20. Januar 2021, es war der Tag der Vereidigung John Bidens zum 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Das erwähne ich, weil es ein bisschen Washington kommt vor. Aber die ersten beiden Zeilen sind ein Aichinger-Zitat. Ich habe mich gewöhnt an dieses Fenster und dass der Schnee durch meine Augen fällt. So schaue ich auf die Welt, der Winter kracht am Dach, draußen kalt und unverstellt die Sterne, das gilt, was sonst noch gilt, auf Twitter, Facebook, Instagram, ich weiß es nicht. Der Blick geht durch das nahe Fenster, Washington ist fern, nicht flügelschlagend, Festung auf begrenzten Füßen, was wird, das wird. Der Schnee indes lässt grüßen, noch und noch, so heißt es doch, in meinen Augen Auen. Mhm. Vielen Dank, Elmar Rakwisa. Evgeny, bitte. In der Nacht, als das Dorf sich bewaffnet, fegt Regen übers Geäst und verrät sein Motiv. Verwandlung von Bäumen in Schrift. Ihr trauriges Hemd, das Schuppenhemd über der Haut, hält sie wach, wenn sie schläft. Drüben im Tal brennt noch Licht. Bald sitzt sie zu Tisch, bald nimmt sie das Messer, bald schnitzt sie ein Zeichen hinein, das ihr hilft, zu vergessen. Am Fluss liegen Steine im Schilf. In der Nacht, als sie schwanger wird, träumt sie sich selbst, vertauscht mit dem Kind. Sie trägt's vor sich her wie ein Schloss, wenn es weint. Als Kleid ist es hungrig, als Schale, wenn sie allein ist. Das Kind öffnet die Augen, sieht sich geboren. Sie legt eine Muschel hinein. Wie unterscheide ich
ein Mündel von einer Faust, einen Nebel von einem Mund, der im Begriff ist, Nebel zu verschlucken, die flache Ebene des Körpers von einer baumlosen Steppe, in der reglos ein Ungeborenes liegt. Fäden, lebendig, spinnen ein Netz durch ihr Herz. Drüben im Bauch brennt noch Licht. Bald schöpft eine Hand etwas Wasser ins Schälchen, deutet ein Zeichen. Bald hört man ein Klopfen, öffnet die Türen im Dorf. War das ich? Du hast sie gekannt. Sie war still, hat Gebirge verschluckt, mit dem Blick. Wie Wasserlilien im Dunkeln dich streifen, sich in Portale verwandeln zu Ängsten, hat sie dich berührt. Wie ein Punkt, ein gesprochenes Wort, gehört sie zu dir. Wissen ist nutzlos, Richtung formlos, Strecke, Dauer bestimmen die Form. Das Alter der Erde ist klein. Sie sagte, die Zählung beginnt mit dem ersten Gesang einer Kröte. Bewegung verdankt ihren Namen dem Weg. Noch vor Gott verkündet ein Schnitt die Geburten, hast du gelernt. Du hältst deinen Kopf unter Wasser. In deinem Gesicht liest dein Fisch die Brechung des Lichts und schwimmt fort. Im Fisch ist dein Zimmer, das du nie verlässt. Eine Tür in das Reich, das sich öffnet wie Blättchen dem Frühling. Es ist kalt. Sie umkreist deinen Kopf als Trabant, kehrt im Kreisen zum Anfang zurück, ins Gestrüpp, zu dem Bau, der aus Grüßen besteht. Bis sie geht, um zu wandern durchs Tal, zu durchstreifen die Luft, diesem Duft hinterher, auf dem Rücken der Vögel, der dich so betört. Sie zieht aus mit verschlossener Lunge, offenem Mund, auf der Suche nach Holz für ein Nest. Weil sie fliegt, ist sie schwer. Dieser fremde Moment, wenn du wach wirst im Traum als ein Strich und der Traum dir gehorcht. Eine Inschrift sich fügt in das Bild ihrer offenen Hand. Sich erschöpft in der Frage, wo warst du bei deiner Geburt? Vielen Dank. Danke. Toll. Das ist ein schönes Ende mit dem, wo warst du vor deiner Geburt? Gut passend für Ilse Eichinger. Genau, sehr gut. Ja, es fiel das Wort Portale auch in deinem Gedicht. Und ich denke, das ist vielleicht ein gutes Wort, das wir nochmal in den Raum stellen können. Wir haben heute über Portale gesprochen, sowohl die Objekte aus dem Nachlass, die Zettel, die Skizzen, die Entwürfe sind Portale ins Werk. Und eure Texte und eure Lesarten von Ilse Eichinger sind auch ganz wunderbare und eigene Portale in dieses Werk, durch das wir sie eingeladen haben, zu gehen. Ich danke, wir danken für ihre Aufmerksamkeit. Wir danken Jevgeni und Ilma sehr, dass sie mitgemacht haben bei diesem Projekt und dass sie heute hier waren. Und dem Lyrikkabinett natürlich für die Zusammenarbeit. Danke. Wir schließen uns dem Dank an. Und danken zuerst auch Marie-Louise Knott und Uliana Wolf für diesen Einblick in die Ausstellung. Das war ganz wunderbar und es war viel mehr als nur ein Einblick in die Ausstellung. Es war tatsächlich auch eine Einführung in das Tun des Ausstellens. Und das Ausstellen ja ein Tun ist zwischen Zeigen und Deuten. Und die Dinge werden gefunden und sie werden dann gezeigt und haben ihre Materialität und ihre Anmutungsqualitäten und ihren besonderen Reiz. Und dann werden sie aber nicht einfach nur hergezeigt, sondern sie werden gedeutet in einer Ausstellung durch das Meeresthema, aber vor allen Dingen durch diese literarischen Deutungen. Und das leuchtete mir jetzt sehr ein, dass man für eine solche Literaturausstellung mit solchen literarischen Funden auch literarische Deutungen hinzuzieht. Denn diese beiden Reaktionen, Kontrafakturen, Interpretationen, die wir gehört haben von Ilma Rakusa und Jevgeni Breiger, die fand ich ganz fantastisch und sie haben wirklich diese Exponate sehr zum Leuchten gebracht. Vielen herzlichen Dank an euch alle für diesen sehr schönen Abend und man kann, wie gesagt, in diesem Heft auch noch andere Deutungen nachlesen.
Vielen herzlichen Dank und danke fürs Kommen.